Hi ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute gibt es nach zweimonatiger Pause endlich wieder Naturkosmetik News. Im April sind die ja ausgefallen aufgrund meines Umzugs, weil das alles irgendwie nicht ausgegangen wäre. Auf jeden Fall habe ich jetzt sozusagen die Neuprodukte im Bereich Drogerie, auch ein bisschen teurer, Naturkosmetik der letzten zwei Monate. Das bedeutet, es kann sein, dass ich euch jetzt Sachen erzähle, die sind für euch kalter Kaffee, aber ich wollte es persönlich halt einfach vollständig halten. Es ist wirklich viel, ich glaube, das Video wird lang. Grüße gehen raus an meine Schwester, die geduldig alle Fotos mal wieder für mich rausgesucht hat, weil das so eine Arbeit ist, die ich überhaupt nicht gerne mag. Und ja, es ist wirklich ganz quer von allen Drogeriemarken was Neues dabei, vielleicht ja auch für euch was Interessantes. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, dass Alverde jetzt mal wieder irgendwie eine zweite Farbe von irgendeinem Monolidschatten rausgebracht hat. Das lasse ich in solchen Videos immer weg, sondern ich nehme so das große Ganze und wir sprechen da so ein bisschen drüber. Und ja, dann fangen wir an. Ich glaube, es kann ein bisschen dauern heute. Los geht's mit Alverde. Die haben diesen Monat jetzt nicht wirklich eine neue Reihe oder Limited Edition oder irgendwas rausgebracht, aber sie haben ganz kunterbunt ihr Sortiment ergänzt. Einmal legen wir los mit dem Relax Pflegeöl. Das ist ein Körperpflegeöl, das nach Bio-Wildrose und Sanddorn riechen soll. Und finde ich cool, weil ich ein großer Fan von dem anderen Körperpflegeöl bin, von Alverde, nämlich dem Cellulite-Körperöl, das mit Zitronen und Rosmarin. Und das ist jetzt persönlich eher mein Duft als Wildrose und Sanddorn, aber wenn man vielleicht eher so der klassischere und nicht so frische Dufttyp ist, finde ich das eine schöne Idee, zumal es, glaube ich, auch um einiges günstiger ist als das Cellulite-Körperöl. Dann gibt es eine Cremedusche, Bio-Baumwolle und Mandel. Auch die halte ich jetzt eher für so ein bisschen einen klassischeren Duft und eher was, was halt sehr zurückhaltend ist. Jetzt vielleicht nicht so, denke ich nicht, dass es unter der Dusche jetzt irgendwie das krasse Dufterlebnis bringen wird, aber manche Leute mögen das. Dann gibt es ein neues Produkt, das sehr passend für den Sommer ist, und zwar das sogenannte frische Spray. Eigentlich ist es ein Body Spray und es soll riechen nach der unaussprechlichen Frucht Grapefruit und Minze. Finde ich persönlich sehr interessant, wenn ihr so der Typ seid, der euch im Sommer gern mal absprüht, so am Körper, um euch zu erfrischen, dann ist das eine schöne Sache. Ist natürlich jetzt auch nicht diese furchtbaren Wassersprays, die es sonst dann in der Drogerie gibt, die einfach nur in einem Aerosol verpacktes normales Wasser sind und einfach damit eine krasse Umweltsünde, sondern es ist vermutlich nur Plastik, haha. 1,95 seid ihr da dabei, das ist limitiert, also falls ihr da zuschlagen wollt für die warmen Tage, bei mir ist heute irgendwie, ist es Montag, jetzt ist das Video am Dienstag, bei uns soll es halt gewittern und irgendwie ändert sich ständig das Wetter, ich weiß auch nicht, aber es war jetzt schon die letzten Tage, zumindest hier, war es schon echt richtig warm, muss man sagen. Genau, dann machen wir weiter mit der Handcreme Bienenglück. Aus dieser Bienenglück-Serie hatte ich euch auch im letzten Monat schon was vorgestellt. Jetzt haben wir neu eine Handcreme. Ja, ist ja öfter so, dass Alverde dann irgendwie Bodylotion, Duschgel und dann dazu die passende Handcreme rausbringt. Die hat dasselbe Design in diesem Gelb mit diesen Bienchen. Finde ich ganz hübsch. Ja, falls ihr eine neue Handcreme braucht. Und es gibt auch eine neue Körperlotion in der Sorte Revitalisieren mit Bio-Granatapfel und Lupine. Ich habe das Gefühl, Granatapfel ist ein sehr beliebter Inhaltsstoff irgendwie. Das macht man irgendwie gern rein. Wie steht ihr so zu Granatäpfeln? Ich finde die Kerne ganz cool, aber die Kerne aus der Frucht rauszukriegen, ist ein absoluter Horrorjob, wirklich. Also das mache ich ungern. Naja. Und das Letzte, was ich dann wieder sehr innovativ finde, muss ich sagen, ist die Körperlotion Zarte Bräune. Da muss man natürlich immer überlegen, wie das funktioniert, ne? Also selbst Bräunungsprodukte beruhen ja oftmals schon darauf, dass dann sehr hoher chemischer Aspekt, was heißt chemischer Aspekt, aber ich glaube, das wird halt oft mit Produkten oder mit Inhaltsstoffen erzeugt, die in der Naturkosmetik nicht zugelassen sind. Auf jeden Fall, diese Körperlotion Zarte Bräune ist mit Bio-Pfirsich und soll der Haut eben eine zarte Bräune verleihen. Ich bin ja eher so Team Weiße Wand, wie ihr sehen könnt. Und ich habe das mit einem Bräune eine Zeit lang gemacht, aber irgendwie bin ich dazu, ich bin dazu nicht konsequent genug und irgendwie nicht korrekt genug, dass das dann irgendwie vernünftig aussieht. Von daher lass ich es lieber. Dann eher basic, eine neue Lippenpflege, die ist mit Sanddorn. Keine Ahnung, ich komme irgendwann mal an den Punkt, wo ich keine Lippenpflege mehr habe. Aber Sanddorn ist nicht so meins, bin ich ganz ehrlich. Also würde ich vermutlich nicht kaufen, aber für alle Lippenpflege-Fanatiker unter euch vielleicht was. Und dann kommt jetzt noch, jetzt kommen noch so Gesichtssachen, die ich wirklich interessant finde von Alverde. Einmal eine feste Gesichtsreinigung mit Aprikose und Mango. Das persönlich finde ich ja super spannend. Ich benutze eigentlich momentan ausschließlich feste Gesichtsreinigung.
Und ich finde, da gibt es große Unterschiede. Also das Wort feste Reinigung deutet ja schon darauf hin, dass es keine Seife ist. Also sonst würde es Gesichtsseife heißen. Ich komme mit den Seifenprodukten gar nicht klar, weil die einfach mit meiner Haut funktioniert nicht. Meine Haut ist dann immer so richtig quietschig und das möchte ich einfach nicht. Ich habe gerade ein Gesichtsreinigungsprodukt, das ich richtig gut finde. Und wenn das funktioniert und wenn das cool ist, also dieses Aprikose-Mango-Alverde-Teil, dann fände ich das richtig cool. Also wenn ich irgendwann mal alle Gesichtsreinigungen aufgebraucht habe, und ich bin jetzt mal ganz realistisch, vor Ende 2023 wird es bei mir nichts, ja, und ich werde jetzt auch nichts mehr kaufen, dann würde ich mir das überlegen. Ja, und dann gibt es noch ganz interessant zwei Seren. Alverde springt jetzt so ein bisschen auf den Wirkstoffserenzug mit auf. Einmal, das habe ich als erstes gesehen und dachte mir so, okay, das Balance-Serum. Was genau da jetzt so balancierend sein soll, konnte ich nicht herausfinden. Sie verlangen auf jeden Fall gar nicht mal so billige 5,75 Euro dafür. Und darin enthalten ist Grüntee-Extrakt. Grüntee habe ich eher so als vitalisierenden Impfstoff. Wie verwirrt bin ich? Inhaltsstoff im Kopf. Also jetzt so was Beruhigendes und große Klette. Auch dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Erfahrungswerte zu großer Klette, aber gut. Und das andere, was ich dann tatsächlich interessant finde, ist das AHA-Serum. Hier sieht man aber mal wieder, und das habe ich halt so das Gefühl, dass da auf diesen Zug aufgesprungen wird, ohne das vernünftig durchdacht zu haben. Weil ein AHA-Serum, also ein Fruchtsäure-Serum, Alpha-Hydroxy-Acid, braucht einen gewissen pH-Wert, um zu funktionieren. Und man sollte zumindest irgendwo angeben, wie konzentriert das Produkt ist. Also normal steht da immer drauf so 2,5% oder so. Und das konnte ich tatsächlich nirgendwo finden. Korrigiert mich gern, wenn ihr es gefunden habt. Aber ich für meinen Teil war so, okay, ja, alles klar. Und es ist Traubenextrakt enthalten. Und da habe ich halt so das Gefühl, es wird auf diesen Hypezug irgendwie aufgesprungen, ohne groß das hinterfragt zu haben. Man haut halt irgendwo was rein, ob es dann wirklich wirkt, ist völlig irrelevant. Verstehe ich nicht mein? Also das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Ja, das finde ich, hätte man mehr draus machen können, mehr, was vielleicht auch Leute anspricht, die sich damit auskennen. Immerhin steht drin, dass man, wenn man das abends verwendet, mal morgens Sonnenschutz tragen soll. Aber das wirkt für mich so ein bisschen lieblos auf den Markt geworfen, ohne sich tiefer mit der Materie beschäftigt zu haben. Ja, okay. Alterra. Alterra war jetzt diesen Monat auch nicht super hyperaktiv oder die letzten zwei Monate. Einmal gibt es immer wieder einen neuen Nachfüllbeutel, die will ich euch auch immer nicht vorenthalten, weil ich das ganz cool finde und ich die Idee eigentlich bekannter machen möchte. Wenn ihr keine Fans jetzt von festen Shampoos seid oder so, dann gibt es von Alterra und auch von Alverde mittlerweile gar nicht mal so viele so Shampoo, Duschgel, Seife-Produkte, die man eben in diesen plastikarmen Nachfüllbeuteln kaufen kann. Und hier hat man tatsächlich 500 Milliliter Shampoo, was echt viel ist, weil so eine normale Shampoo-Flasche hat meistens 200 oder 250. Und das ist das Feuchtigkeits-Shampoo mit Bio-Granatapfel, da haben wir wieder den Granatapfel, für 3,99 €. Ja, vermutlich deckt sich das dann genau letztlich mit den Kosten, weil ich glaube, die normalen Alterra-Shampoos sind bei 1,99 € und sind, ich weiß ja nicht, ob die 200 oder, ich glaube, die haben 200 Milliliter. Also dann spart ihr sogar ein bisschen was. Aber ich persönlich finde es eine richtig gute Idee. Ja? Also da einfach mal zu gucken, dass man entsprechend die Verpackung einspart und man kann die Sachen wirklich aufdrehen und nachfüllen. Ich habe gerade ein Alterra-Shampoo in der Dusche und ich habe es ausprobiert. Es geht gut aufzudrehen. Und von Alterra gibt es sonst noch, auch ganz interessant, eine neue Sommer Limited Edition im dekorativen Bereich. Ich bin ja immer kein Freund von diesen dekorativen Limited Editions, weil ich kann es nicht mehr nachkaufen. Wenn mir was gefällt, ja, es gibt tatsächlich Sachen, die ich ganz cool finde. Zum Beispiel dieses Refreshing Spray. Da habe ich sofort dran gedacht, dass das dieselbe Verpackung ist wie mein geliebtes Alterra Fixing Spray, das einfach aus dem Sortiment genommen wurde. Rest in Peace. Es sind jetzt schon anderthalb Jahre. Ich habe es immer noch nicht verwunden. Ich habe euch noch überhaupt nicht erzählt, wie die LE heißt, ne? Ice Ice Baby. Wir werden auch gleich sehen, warum. Also dieses Refreshing Spray ist halt auch sowas, was man sich ins Gesicht sprüht. Ich glaube nicht, dass das wirklich fixierende Effekte hat. Von daher finde ich das immer in Make-up Limited Editions so ein bisschen fehlplatziert. Ja? Ansonsten, was den Namen rechtfertigt, sind die Lipglosse, die Lip Sorbet heißen. Und die gibt es in den Farben Strawberry, Cherry und Peach, also Erdbeere, oder? Strawberries, Erdbeere. Kirsche und Pfirsich und die sind halt wie so kleine Eise gestaltet. Finde ich ganz süß, sieht aber für mich jetzt eher aus, also ist für mich eher auf eine jüngere Zielgruppe letztlich ausgerichtet. Dann gibt es noch zwei andere Sachen, einmal den Cool Kiss Lip Smoother, wo ich jetzt mal sagen würde, ist ein Lip Peeling, ja.
ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, braucht es jetzt auch unbedingt. Und das letzte ist dann die Sun Touch All-in-One Palette. Die finde ich tatsächlich gar nicht so unattraktiv. Also ich würde mir nie irgendwie eine Gesichtspalette kaufen, aber das haben sie gar nicht so schlecht gemacht. Aber wieder bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, so Altera, wir waren doch mit den LEs schon mal viel weiter. Wo sind diese 9er Lidschattenpaletten, die ihr mal rausgebracht habt? Und jetzt kriegen wir wieder Lipglosse in Form von Eis. Warum? Warum? Ja, also wenn euch diese Eislipglosse gefallen, kein Angriff, ne? Aber ich denke mir halt so, also man könnte Naturkosmetik so viel cooler und attraktiver irgendwie machen und dann kommt Terra Naturi mit, Altera mit Eisprodukten, ja. Jetzt sind wir schon bei Terra Naturi, jetzt machen wir noch deren Neuheit, weil es gibt nur eine, haha. Und zwar gibt's eine neue Zahnpasta. Wir haben ja alle gerätselt, beziehungsweise ihr habt mir das immer erzählt und ich so, nee, das kann wahr sein. Dass die Terra Naturi Zahnpasta ausgelistet wurde und die fand ich so vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich die beste Naturkosmetik-Zahnpasta. Also die von Lavera finde ich sehr gut, aber die sind schon nochmal deutlich teurer, aber sie haben sie überarbeitet. Bislang war das eine 5-in-1 Zahncreme und jetzt ist sie sogar 7-in-1. Haltet euch fest und heißt Herbal Mint Zahncreme, hat aber denselben Preis behalten von 1,75 €. Also ja, finde ich ganz interessant und werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall mal kaufen. Ja, bin nicht mehr oft bei Müller. Ich bin auch nicht mehr oft bei DM. Das liegt daran, dass ich jetzt wo wohne, wo es keinen Drogeriemarkt in der Nähe gibt. Was vielleicht auch nicht das Schlimmste ist, aber irgendwie so früher bin ich oft mal auf dem Heimweg zu DM, weil ich dann direkt in der Innenstadt gewohnt habe. Und jetzt mache ich das nicht mehr so, deswegen bin ich nicht up to date. Aber wenn ich eine neue Zahnpasta kaufe, dann kaufe ich Terra Naturi. Dann möchte ich euch jetzt noch die neuen Produkte von Micara vorstellen. Micara ist jetzt nicht unbedingt Drogerie-Naturkosmetik, aber das ist eine Marke, mit der ich schon sehr lange zusammenarbeite, die wirklich schöne Naturkosmetikprodukte, wertige Naturkosmetikprodukte herstellen. Das ist eine Firma aus München, die sehr viel Wert drauf legt, wie die Produkte produziert werden, wie die Verpackung gestaltet ist, dass man sich auch mit den Produkten, also dass es nicht so ein schnelllebiges Produkt ist, sondern es steht auf jedem Produkt so eine Affirmation drauf, also ein Satz für euch, der euch irgendwie bestärken soll. Also man soll sich mit diesen Produkten auch richtig Me-Time gönnen. Und was mir zugesendet wurde, wo ich auch schon eins ausprobiert habe, sind die neuen Face Mists. Also ich habe, ihr habt ja schon gesehen, so diese Erfrischungssprays sind echt eine große Sache. Und auch generell diese Gesichtswasser mit aktuell irgendwelchen Auszügen von irgendwelchen Blüten, hatten wir ja auch von I+M letzten Monat, sind wirklich interessant und es gibt jetzt, wie gesagt, 3 neue Face Mists von Micara. Dieses Video ist nicht gesponsert, mir wurden diese Produkte einfach nur kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt. Und es gibt 3 verschiedene Face Mists. Einmal die Nuance Refreshing, die ist mal Aloe Vera und Thermalwasser. So sieht es aus, die Verpackung. Die zweite Sorte ist das Glow Face Mist mit Rose und Aloe Vera, auch schön verpackt. Hier seht ihr dann immer so diese... Also ich finde die Verpackung unheimlich attraktiv, bin jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist dieses Graspapier und dann hat man immer diese Goldbeschriftung. Hier bei dem Glow Face Mist steht I am free, ich bin frei. Und bei dem Refreshing Face Mist steht I am energized, ich bin energetisiert. Mein persönlicher Favorit und das war mir schon klar, einfach wie es heißt. Und das habe ich auch schon rausgepackt und habe hier alles durcheinander, weil ich gerade im Bad stehen habe und auch schon aufprobiert. Ist das Soothing Face Mist mit Lavendel und Kamille. Wenn ihr der Typ seid für so sehr kräuterige Düfte, dann ist das euer Ding. Also hier seht ihr mal diese ausgepackten Braunglasflaschen, wirklich sehr schön. Und die dazugehörige Affirmation ist I am resilient, das heißt steht hier drauf, wird übersetzt mit ich bin belastbar. Das finde ich sehr schön. Ich finde Resilienz war bei mir im Studium immer ein Riesenthema und eigentlich ist es eine schöne Sache, also wenn ihr nicht wisst, was es ist, macht ihr gar nichts, weil man nicht aus dem Bereich kommt. Das geht drauf, was man selber für Ressourcen hat, um jetzt mit schlechten Lebensereignissen umzugehen. Also so diese Belastbarkeit, habe ich die Ressourcen, um mit schlimmeren Sachen irgendwie gut umgehen zu können. Ja? Und deswegen sollte man Resilienz aufbauen. Mein Gott, jetzt sind wir in der Psychologie vorlesen gelandet oder was, Anna. Eigentlich geht es um dieses Soothing Face Mist. Also, ihr könnt die verwenden als Toner und das ist das, was ich mache. Ich hatte jetzt ganz lang keinen Toner, der nicht irgendwie ein Benefit im Sinne von einem Inhaltsstoff hatte. Also immer irgendwas mit Säure oder mit Niacinamid und so. Und mir hat es wirklich gefehlt, weil ich das ganz gerne mache tatsächlich, wenn ich halt gerade auch abends doppelt gereinigt habe und man bringt so die Haut so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Was heißt aus dem Gleichgewicht? Die Hautbarriere wird natürlich durch die Reinigung jetzt nicht unbedingt dicker. Versteht ihr, wie ich meine? Und der pH wird auch in der Tendenz, das kommt aufs Produkt an, etwas verschoben. Um das wieder in den Griff zu kriegen, sozusagen machen solche Sprays bzw. Toner Sinn.
Die sind hier wirklich sehr schmal formuliert, muss man sagen. Also die Basis hier ist Lavendel, Wasser, also sozusagen der direkte Auszug. Und dann sind halt noch Stabilisatoren drin, Kamille und Zimt tatsächlich, wobei ich den Zimt gar nicht rieche. Ne? Nee, wirklich nicht. Also, wenn ihr so ein kräuteriger Typ seid, super Produkt. Ich habe das jetzt wirklich immer morgens und abends nach der Reinigung verwendet. Und was Tolles ist, vielleicht könnt ihr es sehen, das hat einen super feinen Sprühnebel. Also krass. Also auch wenn ich jetzt damit über mein Make-up gehe, passiert damit gar nichts. Wirklich super, super schönes Produkt. Wie gesagt, die anderen habe ich noch nicht getestet, weil ich bin ja immer der Typ, ich mache erst eins auf und dann gucke ich mal weiter. Falls ihr euch nicht auf eins festlegen könnt, und das finde ich auch eine ganz gute Sache, gibt es noch so ein Mini-Set mit 3x5 Milliliter. Da sind dann alle drei Sorten drin. Und ja, ich habe einen Rabattcode. Ich verdiene an diesem Rabattcode nichts. Wenn ihr den nutzt, der gilt ab heute für 2 Wochen und ihr könnt 15% auf alles sparen, außer auf Minis. Möchte niemanden zum Kaufen verleiten und sagen, kauf davon, weil ich verdiene daran Geld. Nee, tue ich nicht. Vielleicht braucht ihr eh was, vielleicht sucht ihr nach was, vielleicht sucht ihr ein Geschenk. Ich finde, das ist eigentlich ist das so ein schönes Geschenk für Leute, die alles haben. Versteht ihr, wie ich meine? Weil das ist eher so ein Luxusprodukt. Und es gibt einem auch wirklich die Luxuserfahrung. Versteht ihr, wie ich meine? Also die Verpackung, das Produkt, der Sprühkopf, der Duft, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke so, oh, wirklich schön. Also wenn jetzt Muttertag nicht schon rum wäre und ich einfach ein schreckliches Timing hätte, würde ich sagen, schönes Muttertagsgeschenk. Genau. Wie gesagt, 15% für 2 Wochen. Code steht hier, Code steht in der Infobox. Link ist in der Infobox, wenn ihr was kaufen möchtet. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall hier weiter einnebeln. Und ich bin nicht so der Fan von Rose. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das in nächster Zeit irgendwann mal auf diesem Kanal verlost wird, besteht. Also bleibt dran. Genau. Damit waren wir bei den Micara-Produkten und machen weiter mit anderen Sachen. Und zwar mit so ein bisschen Marken allerlei, würde ich das jetzt mal nennen. Dresdner Essenz. Dresdner Essenz, freue ich mich wirklich, dass die mal wieder ein neues Bad rausgebracht haben, weil Dresdner Essenz ist meiner Meinung nach die einzige Drogerie-Naturkosmetik-Marke, die es schafft, vernünftige Badezusätze herzustellen. Dresdner Essenz hat ja auch nicht Naturkosmetikprodukte, aber die haben zum Beispiel diese Beauty-Schaumbäder in der Flasche. Das sind so große Flaschen und die machen wirklich Schaum und riechen gut. Und das finde ich für Naturkosmetik nicht selbstverständlich. Es gibt jetzt sozusagen eine neue Serie. Es gab so was Rotes, es gab Gelb, es gab so eine Weihnachts-Edition. Und jetzt haben wir die Sorte Tief durchatmen mit Pinie und Tanne. Bislang habe ich das tatsächlich nur in dem Sachet gesehen. Und es soll ein Pflegebad sein. Das heißt, ich nehme nicht an, dass es schäumt. Aber Pinie und Tanne riecht nach genau sowas, was Klein Anna, wenn sie keinen Bock mehr auf die Welt hat, gern abends in ihrer Badewanne haben würde. Ja, also das werde ich mir definitiv mal angucken. Finde ich schön. Vielleicht kommt dazu dann auch noch die passende Flasche. Dann haben wir 2 neue Produkte von Garnier. Garnier gehört zum L'Oréal-Konzern. Der L'Oréal-Konzern, muss man wissen, ob er den unterstützen will, aber die Garnier Bio-Produkte sind auf jeden Fall als Naturkosmetik zertifiziert und Garnier hat auch seinen Tierversuchsstatus so offengelegt, dass man die jetzt international wirklich für kaufenswert hält, wenn man auf Tierversuche achtet. Es gibt 2 neue Produkte, auch die springen so ein bisschen auf diesen Inhaltsstoffzug mit auf. Da haben wir einmal das Vitamin C Glow, die Feuchtigkeitspflege, für die Verpackung ganz interessant, aber irgendwie so richtig anmachen tut es mich nicht, also das ist eine Tagescreme, da macht ja Vitamin C durchaus auch Sinn, weil man Vitamin C Produkte ja auch tagsüber auftragen soll für 8 Euro und für 10 Euro könnt ihr dann noch das Hyaluron Serum erwerben, beziehungsweise das ist 2-in-1 Anti-Aging Serum und Creme. Also ich nehme mal an, das ist so reichhaltig formuliert, dass man es entweder unter der Creme tragen kann, wenn man jetzt sehr viel Bedarf an Feuchtigkeit hat, oder tatsächlich auch allein als Creme. Ja, also 2-in-1 sozusagen. Ich habe jetzt mal noch mal kurz am Licht gespielt. Vielleicht ist es jetzt wieder deutlich heller. Keine Ahnung. Ich filme jetzt immer mit Sonnenlicht. Ich habe es ja euch schon erzählt. Das Wetter heute ist wild. Ja, also jetzt ist es plötzlich wieder heller. Siehe da, wir machen weiter mit La Vera. La Vera hat mal wieder einiges rausgebracht. Und La Vera verwirrt mich irgendwie, weil ich mir immer denke, hatten wir das Produkt nicht schon? Oder ist es jetzt irgendwie neu? Also das kriege ich alles irgendwie nicht so ganz auf die Kette. Naja, auf jeden Fall haben wir von La Vera neu ein Geschenkset namens Lovely Moments. Das ist so ein klassisches Körperpflege-Geschenkset. Ich persönlich finde das Design sehr schön. Also gefällt mir gut. Finde ich, kann man wirklich verschenken. Dann haben wir neu ein Hydrating Fluid namens Dose of Glow. Das persönlich finde ich auch sehr ansprechend und sehr trendbewusst. Ist halt, denke ich, sowas, was man als Pflegeschritt integrieren kann, der dann gleichzeitig halt die Haut auch so
entsprechend vorbereitet und schön macht. Und dann gibt es auch sehr gut, finde ich auch sehr interessant, dass sie tatsächlich die Deo-Cremes erweitert haben. La Vera hatte ja bislang nur eine Deo-Creme und die war aus dieser Strong-Serie, also aus dieser starken Schutzserie. Ich persönlich muss darauf sagen, ich habe auf diese Deo-Creme allergisch reagiert. Von daher werde ich mir jetzt, denke ich, die auch nicht unbedingt kaufen. Ja? Das ist aus der Basis-Sensitive-Serie, die Natural and Sensitive-Serie, Deo-Creme. Auf jeden Fall, ja, diese Sensitive ist halt nicht sensitiv, ne? Die beduftet es trotzdem, ich will es euch nur gesagt haben. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall eine neue Deo-Creme, finde ich schön, dass sie das erweitern. Und wenn ihr mit dieser Deo-Creme gut klarkommt, warum nicht, ja? Und dann gibt es noch die neue straffende Serie, oder ich weiß nicht, ob sie neu ist. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht wirklich verifizieren. Es gibt da vier verschiedene Produkte, einmal so die Sachen, die man halt immer hat, ne? Eine Tagespflege, ja, ist halt so eine ganz klassische Tagespflege, hat auch das klassische La Vera Design. Dann haben wir eine Nachtpflege, die ist dann vermutlich ein bisschen reichhaltiger. Und wir haben noch das dazugehörige Serum. Die Preise dafür sind schon ziemlich gesalzen, ne? Das ist mir aber ja von La Vera seit dieser My Age Serie, wo ich auch dieses Cremeöl-Produkt hatte, sind wir das ja gewohnt, aber finde ich trotzdem, muss man erwähnen, finde ich für eine Drogerie 17 Euro ist ein Wort, ne? Und dann kommen wir zu dem Produkt, das ich wirklich am interessantesten finde, und zwar die Hyaluronmaske. Die haben nämlich tatsächlich mal geschafft, 50 Milliliter Maske abzufüllen und zu verkaufen. Das ist für mich ein Riesending, weil ich will mir nicht immer diese Einzelsachets kaufen, sondern ich möchte eigentlich eine Tube kaufen. Ich kaufe manchmal diese Sachets zu Testzwecken oder so, aber, und ehrlich gesagt komme ich momentan nie dazu, eine Maske zu machen, aber wenn ich dazu käme, würde ich mir, wenn ich was nachkaufe, tatsächlich so Tuben kaufen. Wie steht ihr dazu? Seid ihr eher so Team Sachet oder Team größere Verpackungseinheit? Erzählt mal. Auf jeden Fall ist da Hyaluron enthalten und Bakuchiol. Bakuchiol ist ja ein natürliches Retinol-Derivat, also auch sowas, was straffen soll, was auch sowohl für ältere wie auch für jüngere Haut geeignet sein soll. Finde ich ganz interessant. Da zahlt man tatsächlich für 50 Milliliter nur 7,99 und das finde ich dann im Vergleich zu der Creme irgendwie schockierend billig. Also ich finde, da ist die Preisgestaltung nicht so gut gelungen. Ja, also aus meiner Sicht finde ich das ein bisschen verwirrend. Ja. Wir machen weiter mit Santé. Santé gehört auch zum L'Oréal-Konzern, falls das für euch ein Grund ist, sie nicht zu kaufen. Und da haben wir neue Haarpflegeprodukte. Und zwar gibt es jetzt neu die Kraftserie. Nicht verwirrend was, es gibt eine Serie, die heißt Kraft und Glanz. Das ist nicht das. Die ist mit einem Shampoo, also ganz klassisches Santé-Shampoo. Hier haben sie leider nicht die Erweiterung um die festen Produkte gemacht, um eine Spülung. Auch das ist ja ganz typisch. Und dann gibt es ein Haartonikum, das eben eure Haare noch kräftigen soll. Ja, ist jetzt nichts, was mich so mega anspricht. Finde es auch von der Farbgestaltung irgendwie, wirkt es eher wie was. Also da denke ich jetzt natürlich sehr stereotyp, bitte nicht so ganz ernst nehmen. Finde ich, wirkt, als wäre es auf Männer zugeschnitten. Und finde ich auch verwirrend, wenn es eine Kraft- und Glanzserie gibt, warum man dann nochmal eine Kraftserie gibt, braucht. Keine Ahnung, muss ich nicht verstehen. Und es gibt auch von denen noch zwei Serien. Auch hier sind wir wieder im Wirkstoffbereich. Also ihr seht, das ist wirklich ein Trend. Alle gehen jetzt auf diesen Wirkstoffzug drauf. Einmal gibt es das Perfectionist Serum. Das ist mit Niacinamid. Niacinamid, klassischer Inhaltsstoff, um Poren, also um die Haut optisch zu verfeinern. Und da ist der Evermatt-Komplex enthalten. Das war auch schon in anderen Cremes, die Santé hatte. Drin, das fand ich immer sehr gut. Also finde ich ganz interessant. Auch hier 14,99, ne? Da zahlt ihr echt, also wenn selbst Alverde für seine nicht mal richtig mit Dosis angegebenen Wirkstoff-Kosmetikprodukte 5,75 verlangt, dann sind wir bei Santé, sind wir schon bei 14,99. Und das andere ist dann das Smooth Operator Serum, also das ist eher was halt, um feine Linien zu bekämpfen. Retinol enthalten, Trendinhaltsstoff und die Paracresse. Die Paracresse kennen wir von Santé auch schon. Und hier haben wir sogar 16,99, Friends. Also, die rufen da schon einiges auf, dafür, dass man sagen muss, sie geben die Dosierungen nicht an und es ist alles nicht so klar, ob das so gut und sicher formuliert ist. Da habe ich halt echt das Gefühl, man macht das halt, weil es trendy ist, aber wirklich durchdacht ist es nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall machen wir weiter mit Hey Organic. Da denke ich mir auch schon, die haben lange nichts mehr rausgebracht. Genau, bei welcher Marke ich das auch denke, ist Bio Vegan Skin Food. Da habe ich das Gefühl, die sind so ein bisschen, verschwinden die langsam unterm Radar. Ich habe die auf Instagram abonniert und denke mir die ganze Zeit so, hey, kommt von denen eigentlich mal was irgendwie? Und eine Zeit lang waren die super aktiv und irgendwie geht das so ein bisschen unter. Auf jeden Fall hat Hey Organic neu die Naked-Serie rausgebracht, die sehr mit reduzierten Inhaltsstoffen, Parfümfreiheit, soweit ich das weiß, wirbt. Und hier gibt es drei verschiedene Produkte.
einmal ein Cleansing Water, ein Micellen Cleansing Water, also ein Micellenwasser, das heißt Remove It All und ist mit Hyaluronsäure versetzt, 7,99. Die hatten ja bislang, glaube ich, nur so klassische Reinigungsprodukte. Also Micellenwasser ist für die definitiv neu. Dann haben wir eine Creme, das ist die Instant Pore Refining Creme mit Acelainsäure, 12,99. Acelainsäure habe ich einmal verwendet, von The Ordinary. Und das war auch sowas, was halt so das Hautbild so insgesamt verfeinern soll. Da war ich auch so, weiß jetzt nicht, ob ich wirklich was davon merke. Ja? Und das letzte ist dann noch ein Serum. Und das Serum heißt Glow Boosting Face Serum. Und auch hierfür zahlt man 15 Euro. Also für Serien in der Naturkosmetik-Drogerie zahlt man 15 Euro. Das ist offenbar jetzt der neue Standardpreis. Ja? Ich meine, es gibt Marken, die haben so die Preise immer schon gehabt, I plus M und so. Aber also da merkt man schon, dass die ordentlich anziehen. Ich finde die Serie sehr interessant. Ich finde die auch optisch super schön gemacht. Auch gerade, dass darauf geachtet wird, dass man immer so mit diesen verschlankten Inhaltsstofflisten jetzt arbeitet, sieht man ja bei I plus M auch, finde ich einen richtig guten Ansatz. Aber so die Preisgestaltung, das ist so overall das, was mich so an diesem Video irgendwie am meisten schockiert hat, bin ich ganz ehrlich. Jo, last but not least, I plus M Berlin, auch hier habe ich die Produkte da, weil ich auf der PR-Liste von I plus M stehe. Ich habe überhaupt keine Verpflichtung, die irgendwie zu zeigen. Ne? Das eine ist echt, das ist schon so kalter Kaffee, dass ich selbst schon im Aufgebraucht-Video hatte. Es gibt eine neue Maske, die Clean and Clear grüne Heilerde-Maske, wollte ich auch euch hier nicht vorenthalten. Ich habe ja noch eine Packung, die ich, denke ich, in die nächste Verlosung, haha, bleibt dran, reintun werde. Ich fand die sehr gut. Ich bin nicht mit allen Heilerde-Tonerde-Masken so glücklich, weil die manchmal sehr, sehr austrocknen. Aber ja, finde ich ein richtig gutes Produkt, gefällt mir gut. Und sie haben jetzt auch vorher diese AHA-Maske rausgebracht. Also die machen da so einiges. Wie gesagt, auch hier wäre so mein Wunsch, dass man da einfach größere Verpackungseinheiten rausbringt letztlich. Und dann, passend zum Sommer, passend zu, wir sind jetzt wieder alle draußen und holen uns den ersten Sonnenbrand. Und ich hatte noch keinen dieses Jahr. Gibt es neue Sonnenpflegeprodukte. Ich hatte vor gar nicht allzu lange, das ist schon länger her, wann kam wohl diese Sonnencreme auf den Markt? Vor 3 Jahren von I plus M, die Gesichtssonnencreme. Die hatte ich damals recht schnell getestet. Und war damit ehrlich gesagt nicht so glücklich, weil ich fand, dass die, obwohl drauf steht, stand ohne Weißeln, das haben sie dann später geändert in weißelt wenig, war ich damit sehr unglücklich, weil ich fand, dass sie geweißelt hat. Ja, ich habe die aufgebraucht, aber sie haben diese ganze Sonnenpflegeserie überarbeitet und das Produkt, das ich natürlich am interessantesten finde, ist die Gesichtssonnencreme. Die ist mit Lichtschutzfaktor 30, wasserfest, waterproof und hier steht obendrauf, verbesserte Rezeptur, jetzt ohne Weißeln. Es ist auch ein anderer Flakon. Das ist aber trotzdem Plastik, ne? Das ist kein Glas. Ja, auf jeden Fall sind es immer noch 50 Milliliter von der Lichtschutzfaktor 30 Sonnencreme. Leute, ich mache das Sonnencreme-Video fertig. Ich mache es jetzt dieses Jahr wirklich. Ich bin jetzt schon fest in der Testphase und mache jetzt eine Sonnencreme nach der anderen auf, dass ihr spätestens Anfang Mitte Juli, was dann auch noch immer noch spät ist, das Sonnencreme-Video kriegt. Ich verspreche es, hoch und heilig, okay? Also die werde ich demnächst testen, werde euch berichten. Und die andere Sache, das ist echt ganz cool, weil die schicken dir immer halt eine Mail und fragen dann so, was möchtest du davon testen? Und die anderen beiden Produkte, die blende ich euch jetzt mal noch kurz ein. Einmal die Sonnenlotion Sensitiv und das Aftersun-Produkt. Und gibt es noch eine normale Sonnenlotion? Ich blende euch ein, was es gibt. Ihr werdet es gleich sehen. Ich bin jetzt gerade verwirrt von meinen Notizen. Das war jetzt halt nicht so, was mich so krass interessiert hat. Von daher habe ich einfach nur die Sachen so ausgesucht, die ich wirklich haben wollte. Gibt es ein Sonnenspray. Das Sonnenspray ist zwar mit 98 recht teuer, aber ich bin da richtig gespannt drauf, weil das hat Lichtschutzfaktor 50. Und am Körper, also im Gesicht, wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag in der Sonne bin, sondern halt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, nachmittags vielleicht ein bisschen draußen bin und dann abends, dann ist ein 30er für mich okay. Ja? Aber wenn ich wirklich draußen bin, im Sommer, wenn wir im Urlaub sind oder so, will ich eine 50er Sonnencreme auf dem Körper haben und auf dem Gesicht. Das ist auf jeden Fall das Sonnenspray, wasserfest, waterproof und ich bin richtig gespannt, wie das ist. Muss man schütteln und dann halt aufsprühen. Letztes Jahr hatte ich das Sonnenspray von Pediprotect. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Von daher werden wir dieses Jahr jetzt mal das hier testen. In den Urlaub geht es für mich Mitte, Ende Juni. Also bin mal gespannt und spätestens danach werde ich euch dann darüber berichten. Wie gesagt, andere Bilder von den anderen Produkten, die es jetzt noch neu überarbeitet gibt, blende ich euch hier noch kurz ein. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube, ich habe jetzt über 30 Minuten Material. Mal gucken, wie ich das zusammenschneiden kann. Vermutlich nicht sehr.
Und das war's mit den Naturkosmetik-News für den Mai. Wir hatten jetzt ja wirklich einiges. Mal gucken, ob es für den Juni dann auch so viel gibt. Erfahrungsgemäß hatten wir die letzten Jahre immer so ein bisschen ein Sommerloch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Terra Naturi dekorativ momentan einiges auslistet. Von daher denke ich mir, vielleicht bringen die auch was Neues raus. Dann haben wir auf jeden Fall was, worüber wir reden können. Selbst wenn es irgendwie nur 10 neue Sachen gibt, mache ich halt nächsten Monat ein Video. Man macht das halt, wie es so fällt. So, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon besonders interessant findet, was ihr vielleicht kaufen würdet, was ihr, weil dieses Video ja, wie gesagt, Old News verbreitet, was ihr vielleicht schon ausprobiert habt. Ich freue mich sehr, von euch zu lesen. Und werde euch über die Sachen, die ich schon da habe und vielleicht über die, die ich noch kaufen werde, dann natürlich auch berichten. Stimmt, das machen wir am Ende von diesem Video eigentlich immer, dass ich nochmal durchgehe und mir überlege, was ich davon tatsächlich dann auch testen würde. Das Dresdner Essenzbad finde ich sehr interessant, auch wenn das jetzt eher nur so eine Kleinigkeit ist. Ich finde tatsächlich von La Vera diese Maske in der Tube ganz attraktiv, aber ich habe noch sehr viel Masken, das stimmt. Die Terra Naturi Zahncreme, denke ich, werde ich ausprobieren. Und irgendwann, wenn ich gar nichts mehr habe, vielleicht von Hey Organic diese Naked-Serie. Die finde ich schon auch sehr attraktiv. Und 2024 dann die feste Gesichtsreinigung von Alverde, wenn ich da in dem Bereich nichts mehr habe. Ja, haut in die Tasten, schreibt mir einen Kommentar. Ich weiß, ich muss mal wieder beantworten. Ich glaube, ich habe mal wieder 3 Wochen keine Kommentare beantwortet, aber irgendwie geht es bei mir immer noch drunter und drüber momentan. Ich antworte auf jeden Fall noch. Es dauert manchmal einfach nur und sollte euch nicht davon abhalten, dieses Video zu kommentieren. Also schreibt was, Daumen hoch, Abo, Kommentar. Freitag gibt es endlich den lang ersehnten und schon 5000 Mal gespoilerten Haul. Also freut euch da drauf und seid da auch gern wieder mit dabei. Über 30 Minuten Gelaber über neue Produkte. Und ich wünsche euch bis dahin jetzt eine gute Woche und wir sehen uns. Ciao!